Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Gedanken des Feindes anzunehmen bei Aponi Lichtmähne in Niskava, in dem ganzen Gebiet. Hier seht ihr gerade zufällig die Koordinaten, wo ich stehe, beziehungsweise hier stehe ich zufällig. Ich zeige das ganze Gebiet, was ihr euch nachläuft. Und ihr euch da ja woanders befinden könnt. Nehmt also die Quest gleich mal an. Nun darf ich an zwei Stellen diverse Objekte untersuchen. An dieser Position ist es die Bildprojektion. Das ist hier. Hier sieht man auch die Koordinaten. Klicke diese Bildprojektion mit der rechten Maustaste an. Sein Leben könnte in großer Gefahr sein. So, nun geht's weiter. Als nächstes untersuche ich hier diese Sternenkarte bei dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich erkenne diesen Ort wieder. Und als letztes die Informationen der Legion. Das ist dieses Buch hier. Hier sieht man es auf der Karte mit Koordinaten. Klicke dieses Buch an. Nun darf ich die Brutkönigin Avamis töten. Die befindet sich hier. Da laufe ich jetzt gleich mal hin. Mal schauen, ob ich dem... Nein, dem muss ich gar nicht ausweichen. Der wird angegriffen. Glück gehabt. Und hier wurde die Brutkönigin Quad getötet. Mal schauen, wie lange sie braucht, um nachzuspawnen. Das ist diese Position. Hier auch die Koordinaten. Und da warte ich hier kurz auf sie. Jetzt ist sie auch schon despawned, also der Leichnam. Da dürfte es nicht lange dauern, bis sie auftaucht. Da ist sie auch schon. Greif sie gleich an. Nach dem Netherlichttempel. Und dabei lag er die ganze Zeit direkt vor unserer Nase. Die macht nicht besonders viel Schaden, hat nur einen Haufen Leben. Ja, wie man sieht, habe ich jetzt hier Hilfe, aber die ist auch alleine schaffbar. Hab's ja auch mit Item Level 781 getötet, ganz allein. Die lässt ab und zu diese Spinnlinge spawnen. Die dürft ihr mit Vampirbewegung und Schattenwortschmerz zudotten, dann sterben sie auch. Und ansonsten immer ein bisschen Machtwortschild aufrechterhalten und Damage auf sie machen. Nun darf ich zurück in den Netherlicht-Tempel. Hierbei kann ich entweder den Dalaran-Ruhestein benutzen
oder ein Portal, um nach Azuna zu gelangen. Ich werde euch zuerst zeigen, wo das Portal ist und wie ihr von da aus nach Dalaran kommt, und dann werde ich selbst den Dalaran-Wollstein benutzen. Geht halt wesentlich schneller. So, hier ist der Durchgang an dieser Position. Hier auch die Koordinaten. Klickt man mit der rechten Maustaste an und dann kommt man auch schon nach Azuna. Zum der Teufelsfeuervorstoß. Hier ist ja ein Greifenmeister in der Nähe, bzw. Flugmeister. Von da aus könnt ihr nach Dalaran fliegen, falls euer Dalaran-Wurstein Cooldown hat. Und das mache ich jetzt, wie man sieht. Und dann reite ich in den Neserlich-Tempel. Noch anklicken und gleich bin ich da. Die Quest ist abzugeben bei Alonsus Faul in dem Neserlich-Tempel an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.